Willkommen. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Thank you.
da hast du dich ganz nach vorne geschoben. Liegt auf Platz 8.
Deine Zeit in Sektor 2 ist gut. Du verlierst aber etwas in den Sektoren 1 und 3. Saubere Leistung. Zweiter Platz. Dein Wagen hat einige Optimierungen an der Karosserie erhalten, durch die der Luftwiderstand etwas reduziert werden sollte. Für 2, maximal 3 Runden. Fertig. Noch 3 Minuten. Okay, noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Nur noch eine Minute.
30 Sekunden in dieser Session. Du hast Q2 erreicht. Wir haben die Karosserie etwas überarbeitet. Dadurch sollte der Luftwiderstand etwas verringert werden. Dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. We'll be right back.
Platz 5. Dein Wagen hat einige Optimierungen an der Karosserie erhalten, durch die der Luftwiderstand etwas reduziert werden sollte. Du könntest in den ersten beiden Sektoren noch zulegen. Okay, die Strecke ist frei und wir sind bereit. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Legen wir los.
Minuten. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Die Karosserie etwas überarbeitet. Dadurch sollte der Luftwiderstand etwas verringert werden. Gut so, du hast es in Q3 geschafft.
Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus, solange es so ruhig ist. Noch 5 Minuten in dieser Session. Sekunden in dieser Session. Thank you.
dritter Platz. Ein wenig hinter unseren Erwartungen, aber wir können morgen immer noch ein gutes Ergebnis erzielen. Auf geht's! Unsportlichen Verhalten. Dagegen können wir nichts machen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten drei Runden rein.
Dies ist deine letzte Chance, die Strafe anzutreten. Komm in dieser Runde durch die Boxengasse oder du wirst disqualifiziert. Dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen 3 Sekunden. We'll be right back.
Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Warten Sie nicht zum Boxenstopp kommt. Wir müssen die Rundenzeiten im Auge behalten. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
bekommst du harte Reifen. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Vernier müsste innerhalb der nächsten vier Runden an die Box kommen. Beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Sparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Das war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Auf den 15. Platz geschoben.
auf den langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten.
hast eine ziemliche Lücke auf deinen Verfolger herausgefahren. Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Platz verloren. Setz ihn unter Druck und versuch zu kontern. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Eistönen wird wohl innerhalb der nächsten vier Runden zum Reifen wegbekommen. Dein Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Auf den Fahrer vor dir, dann macht er vielleicht einen Fehler. Du hast 2 Sekunden Rückstand. Dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Der nächste Wagen ist eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen. Holt auf dich auf. 1 Sekunde pro Runde. Nach unseren neuesten Zahlen kommt Räikkönen in 3 Runden an die Box. Räikkönen in 3 Runden an die Box. Beim nächsten Stopp.
fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Bekommst du harte Reifen. Innerhalb der nächsten drei Runden zum Reifenwechsel kommen. Die Spritmenge sieht gut aus, wir werden sie aber im Auge behalten. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Boxengasse. Warten in der Boxengasse. Nico fährt zwei Plätze vor dir. In den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Das ist Perez. Schlapp ihn dir. Wir sind in Sektor 3, schneller als das Auto vor uns. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. We'll be right back.
du den Erwartungen 5 Plätze hinterher. Du musst dich steigern. Du hast dich auf den 8. Platz vorgearbeitet. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf die Rester. 5 Sekunden. Hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Du baust den Vorsprung auf Ray Koenen aus. Seine Rundenzeiten sind 3 Sekunden langsamer als deine. Oh.
dir und deinem Verfolger liegen 6 Sekunden. Du musst weiter pushen.
Sprechfunk bestätigt, dass Grosjean in den nächsten drei Runden an die Box fährt. Gerade die härteren Reifen aufziehen lassen. Sein nächster Stint wird wohl länger. Wir sind im selben Team. Nur 2 Sekunden hinter ihm. Gebt Gas. Thank you.
Reifen beim nächsten Stopp. Keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit 7 Sekunden. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 4 Sekunden. Wir holen in Sektor 2 auf das Auto vor uns auf. Sektor 2. Nico ist direkt vor dir. We'll be right back.
hat 3 Sekunden Rückstand auf seinen Vordermann. 3 Sekunden. Deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden.
ist gut. Push weiter. Magere Benzingemisch. Mageres Benzin. Gemisch 1. Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Rundenzeiten sehen gut aus.
magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Der Wagen vor dir ist eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Du machst das klasse. Pushen, pushen. Thank you.
Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. We'll be right back.
Das sind 2 Punkte. Klasse gemacht.